Ja, Ronny Ackermann, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einer sehr gut aufgestellten Mannschaft im Moment. Außer bei Erik muss man vielleicht, wenn man überhaupt nach Defiziten suchen kann oder möchte, kurz erwähnen, dass zu Anfang der Saison die Sprungergebnisse vielleicht ein bisschen holprig waren. Woran hat das gelegen? Warum können Athleten nicht an eine Saisonleistung vom Jahr zuvor einfach so anknüpfen, was das Springen betrifft? Ich glaube, also wir haben ja dieses Jahr ein bisschen eine andere Vorbereitung gewählt. Wir haben nicht die Vorbereitung in Skandinavien gemacht, sondern wirklich in Mitteleuropa zu Hause in Klingenthal. Hatten dort auch sehr gute Bedingungen, aber natürlich konnten wir nicht so nah an den Weltcup springen oder trainieren, wie das vielleicht bei einer Schneevorbereitung im klassischen Sinne möglich ist. Das, denke ich, war ein Grund. Dann der zweite Grund war, dass in Kuusamo und Lillehammer gleich die Bedingungen doch sehr, sehr schwierig waren und der ein oder andere einfach Schwierigkeiten hatte, sich mit den zwei Trainingssprüngen ganz schnell wirklich auf die neuen Bedingungen einzustellen. Und dann rennst du einfach dem Wochenende und den Ergebnissen so ein bisschen hinterher. Ich denke, das haben wir dann über die Wettkampfwochen besser in den Griff bekommen. Man hatte keine Möglichkeit mehr zu trainieren. Wir hatten ja gleich 4 volle Weltcup-Wochenenden. Und dann, denke ich, war das ausschlaggebende Moment wirklich Anfang des neuen Jahres, dass wir nochmal in Predazzo dort sehr gut trainieren konnten, hatten dort sehr stabile Bedingungen, vor allem einen gleichmäßigen Rückenwind. Die Schanze war sehr gut präpariert und dort haben wir doch wirklich den ein oder anderen noch richtig in Form bringen können. Was gehört denn jetzt dazu, bei so einem Großereignis das auch nochmal abrufen zu können? Ich denke, das Wichtigste ist immer, dass man im Vorfeld schon gute Ergebnisse im Weltcup gehabt hat, um einfach Selbstvertrauen zu tanken, einfach für sich selber auch zu wissen, wenn ich meine Leistung bringe im Springen und Laufen, bin ich in der Lage, um die Medaillen mitzukämpfen oder ums Podium mitzukämpfen. Und das, denke ich, ist mal die beste Grundvoraussetzung. Dann muss man natürlich wissen, dass bei Großveranstaltungen immer alles ein bisschen anders läuft. Also meistens ist das ganze Umfeld viel hektischer, viel stressiger. Man wird dort sicherlich viele Sicherheitskontrollen durchlaufen müssen. Der ganze Tag wird mehr sich in die Länge ziehen. Das wird nicht so reibungslos ablaufen wie, sage ich mal, beim kleinen Weltcup. Da muss man einfach versuchen, da stressresistent zu sein, das wirklich einfach anzunehmen, sich nicht so davon, sage ich mal, ablenken zu lassen. Und dann muss man sich relativ schnell, man hat 3 Trainings, auf die neue Anlage einstellen. Die Anlagen gehen meistens auch ein bisschen anders als zu Weltcup-Veranstaltungen, sind besser präpariert, haben eine bisschen andere Profilierung. Und das wird das Entscheidende sein, schnell darauf einstellen, auf seine Punkte konzentrieren und das geht immer am besten mit guten Ergebnissen im Rücken. Jetzt waren die nordischen Kombinierer im letzten Jahr schon mal in Sochi. Wie hast du das Abschneiden auf der Schanze für dich bewertet? Also wir hatten ja letztes Jahr bei den Vorweltcup hatten wir ja praktisch die Gelegenheit, die große Schanze zu testen, die kleine leider nicht, da wissen wir nicht so richtig, wie die geht. Aber haben jetzt 3 Trainings, von daher gesehen sollte das kein Problem sein. Und die große Schanze war sehr interessant, denke ich, liegt uns ein bisschen, kommt unserer Sprungtechnik doch sehr nah. Wobei man aber sagen muss, dass die Bedingungen dort doch sehr unterschiedlich sind. Also der Wind, der wechselt wirklich, letztes Jahr war es so, von leichten Aufwind auf leichten Rückenwind alle 2 Minuten. Und das sind natürlich auf einer Großschanze ein Haufen Meter. Also muss man einfach hoffen, dass die Jury da wirklich Geduld hat und dann wirklich immer die guten Phasen abwarten tut. Ansonsten vom Laufen war es so, dass es auch sehr schwierig war für die Serviceleute, weil es liegt auf 600 Meter die Laufstrecke, die Bedingungen, es kann wirklich regnen, es kann leicht schneien, also es ist immer so um den Gefrierpunkt, leicht plus, leicht minus. Man kann es nicht richtig voraussagen, also es werden auf jeden Fall extreme Bedingungen auf uns warten. Und das werden Herausforderungen sein, die wir uns eben stellen müssen und die wir auch gerne annehmen. Jetzt ist es für dich das erste Mal bei Olympia als Trainer dabei zu sein und nicht als aktiver Athlet. Wie stellst du dir das vor? Was wird da anders sein? Ja, ich denke, zum einen wird man erstmal sehr aufgeregt sein, weil man weiß natürlich aus der eigenen Erfahrung, dass Olympische Spiele, das habe ich vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, doch ein bisschen anders vom organisatorischen Ablauf sind. Alles ist größer, alles ist ein bisschen anstrengender.
Da wird es wichtig sein, dass man einfach wirklich sich immer wieder sagen wir, in den Ruhezustand zurückholt und versucht einfach auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, das andere ein bisschen auszublenden, nicht so nah an sich ranzulassen. Das denke ich, ist ja, als Trainer wahrscheinlich dann auch nicht so einfach, aber das muss man halt versuchen so rüberzubringen und auch zu kommunizieren. Und ja, ansonsten freue ich mich eigentlich auf die Spiele. Es wird eine ganz neue Erfahrung für mich sein. Auf der anderen Seite, ich denke, die Wettkampfanspannung, die ist gleich wie bei Weltcups oder Weltmeisterschaften. Von daher gesehen wird sich da nicht so viel ändern. Jetzt zum Schluss ganz kurz nochmal ein Kurzfazit zu jedem der Olympioniken. Wo sind seine Stärken und ja, was wäre er zustande zu zeigen in Sochi? Fangen wir mal mit Erik Frenzel an. Ja, der Erik hat natürlich jetzt eine super Saison, ist sicherlich der Leader der Mannschaft, sehr stark im Springen, sehr stark im Laufen. Ruht in sich selbst, kann sich wahnsinnig gut fokussieren und ja, ist auf den Punkt da. Und Johannes Rützek? Johannes auch dieses Jahr sehr stabile Saison, auch schon ein paar Mal auf dem Podium gewesen, hat sich sehr gut weiterentwickelt im Springen, im Laufen sehr konstant und ich denke, der kann auch für Überraschungen sorgen. Fabian Riesler als Neuer bei den Olympischen Spielen? Fabian hat sich unheimlich wieder zurückgekämpft nach seinem Sturz, springt sehr konstant aktuell und ist im Laufen auch noch ein bisschen besser geworden als in der letzten Saison, hat ein sehr gutes Finish hinten raus, also sehr, sehr, sehr viel Punch hinten raus, auch sehr interessant. Tino Edelmann? Tino ist sehr mental sehr stark, hat sich jetzt gerade in den letzten zwei Wochen wieder eindrucksvoll zurückgemeldet, springt jetzt wieder viel besser, kann wirklich ganz vorne mitspringen und auch im Laufen ist er besser drauf als letztes Jahr, ist konstanter und denke ich kann auch für Überraschungen sorgen. Und der arrivierte Björn Kircheisen? Beim Björn ist die Saison so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Aber er ist einer, den darf man nie abschreiben, hat unheimliche Qualitäten im Laufen. Und wenn er im Springen ein bisschen dabei ist von der Ausgangsposition, kann er immer gefährlich sein und ja, hat sehr viel Erfahrung. Ich denke, das nimmt er so mit und das ist sehr positiv. Vielen Dank.